Als die Bundeswehr gegründet wurde, gab es einige heftige Debatten darüber, wie die künftige Ausrichtung sein soll, sowohl von den Konzepten als auch von den Materialien, die benötigt wurden. Ein Feld des Disputes war dabei die Aufklärung. Wie sollte in Zukunft aufgeklärt werden? Wie würde die Bundeswehr Aufklärung im Gefechtsfeld betreiben? Die Debatte wurde vor allen Dingen geführt natürlich von alten Wehrmachtsveteranen, die ihre Erfahrungen eingebracht haben und dann diskutiert haben, welche zukünftigen Systeme daraus resultieren sollten. Und die unterteilten sich langläufig so im Sprachgebrauch in zwei Gruppen, die Afrikaner und die Russen. Die Afrikaner waren diejenigen, die vor allen Dingen in Nordafrika gekämpft haben und dort hervorragende Erfahrungen gemacht haben mit Radfahrzeugen, weil da die Gefechtsfelder groß, relativ eben waren, es keinen Schlamm gab, man weite Sichten hatte, man also mit Radfahrzeugen wirklich gute Erfolge erzielen konnte. Auf der anderen Seite waren die sogenannten Russen, das waren diejenigen Veteranen, die ihre Erfahrungen vor allen Dingen an der Ostfront gemacht haben, in katastrophalen Regen-, Schlamm- und Schneegebieten und die vor allen Dingen immer wieder erlebt haben, dass die Aufklärungsfahrzeuge auch kämpfen mussten. Also aufklären bedeutet ja normalerweise nur den Kontakt herstellen und sehen und hören und aufschreiben. Aber an der Ostfront war es eben sehr wichtig, auch immer kampfbereit zu sein, weil die Gefechte sich sehr schnell und heftig entwickelt haben. Der Vorteil der Radpanzerfraktion oder der Radpanzer als solche war, dass diese Fahrzeuge grundsätzlich sehr schnell sind. Sie sind sehr geräuscharm, was bei der Aufklärung natürlich sehr wichtig ist. Sie sind relativ leicht zu lenken und leicht zu verstehen. Wer ein Auto fahren kann, kann fast schon einen Schützenpanzer mit Rädern fahren. Der Nachteil ist, dass Radpanzer im Regelfall sehr große und komplexe Konstruktionen sind. Und dass sie in schwerem Gelände natürlich ihre Probleme haben. Das ist kein Kettenfahrzeug, das heißt, wenn man wirklich in Schlamm, Kratern und so weiter unterwegs ist, dann kommt auch das beste Radfahrzeug irgendwann an seine Grenzen. Bei den Kettenfahrzeugen ist die Lage genau umgekehrt. Kettenfahrzeuge kommen mit jedem Gelände zurecht, mit jedem Wetter zurecht und sie können noch dazu starke Panzerung und Bewaffnung tragen, relativ gesehen zumindest. Gleichzeitig haben sie das Problem, dass sie relativ laut sind, sie sind sehr wartungsintensiv, und damit für die Aufklärung eher schwierig zu benutzen. Wie gesagt, beide Fraktionen hatten ihre Argumente, keins wurde wirklich ausgeschlossen und die Debatte ging relativ lang und sehr heftig hin und her. Erstmal haben sich die Russen durchgesetzt. Gebaut wurden der Schützenpanzer Kurz und der M41, beziehungsweise der M41 wurde gekauft und in Einsatz gebracht. Diese beiden Fahrzeuge waren Kettenfahrzeuge, wo dann gesagt wurde, na gut, es gibt die Nachteile der Geräuschtarnung, aber wir nehmen das in Kauf, da wir diese Fahrzeuge schnell bekommen. Wir können sie zumindest einigermaßen kampffähig an den Feind ranbringen und das ist das Paket, das wir jetzt nehmen. Ein paar Jahre später setzten sich dann aber doch noch die Afrikaner durch, weil der erste richtige Spähpanzer der Bundeswehr dann später der Lux war. Und der Lux war ein Gerät, das ganz stark auf dem SDKFZ 234 der Wehrmacht basierte. Viele Eigenarten sind darin übernommen worden, weil erkannt wurde, dass diese Art der Aufklärung dann doch die bessere war. Die Geschichte des Lux kommt am Anfang relativ langsam in Gang. 1961 entscheidet das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, dass Spähpanzer gebaut werden sollen, Radpanzer, und diese sollen in die nächste Generation der Lastwagen der Bundeswehr eingepasst werden. Die grundsätzliche Idee ist einfach, dass möglichst viele Ersatzteile dieser Radpanzer und der normalen LKW austauschbar sein sollen. 1964 wird zu diesem Zweck ein Gemeinschaftsbüro gegründet. Das heißt, diverse Firmen in Westdeutschland tun sich zusammen auf Bestreben des Bundesamtes und sollen gemeinsam einen Spähpanzer entwickeln. Leitend dabei wird die Firma Büssing. MAN ist wieder dabei, die damals ja bei der Panzerentwicklung bei den Fahrwerken so wichtig waren. Wer nicht dabei ist, ist Daimler-Benz. Die halten sich erstmal raus und treten nach kurzer Zeit dann wieder in Konkurrenz mit zum Projekt, und zwar in Konkurrenz zum Gemeinschaftsprojekt. Daimler-Benz möchte einen eigenen Panzerwagen entwickeln und vergibt das als Auftragsarbeit an die Firma Porsche. Das heißt, wir haben jetzt die Grundkonstellation, das Gemeinschaftsbüro gegen die Firma Daimler-Benz. 1967 wird das Lastenheft für den Spähpanzer geschrieben, das sehr umfangreich ist. Trotzdem schaffen es beide Büros, relativ schnell Prototypen auf die Strecke zu setzen, nämlich 1968 schon. Beide sind relativ gleich. Teilweise muss man bei den Fotos sehr genau hingucken. Der grundlegende Unterschied zwischen beiden Fahrzeugen ist vor allen Dingen die Radaufhängung. Daimler-Benz setzt ganz klassisch auf eine starre Federung, die komplette Achsen umfasst. Und das Gemeinschaftsbüro mit MAN, die sich ja bei Radaufhängung traditionell für komplexere Lösungen aussprechen, setzt man auf die Einzelradaufhängung. Das ist der Hauptunterschied zwischen den beiden Prototypen. 1969 gehen dann beide Prototypen in die Dauerprobung. Und wenn man das heute so hört, ist es erstaunlich, was damals gemacht wurde. Die Fahrzeuge wurden nach Trondheim verschafft, um den Einsatz in Schnee und Eis zu proben und nach Südsardinien, das heißt eine Temperaturschere von 85 Grad wurde erprobt, soweit so bekannt. Aber der Dauertest ging so lange, dass beide Fahrzeuge insgesamt zusammen nachher über 260.000 Kilometer auf dem Tacho stehen hatten. Es wurde also wirklich viel erprobt.
Es kamen auch Mitarbeiter der Firmen mit, es kamen Truppenerkundungskommandos von der Bundeswehr mit. Also es wurde ein Riesenaufwand gemacht, um dieses Fahrzeug eingehend auf Herz und Nieren zu prüfen. Was sich auch ausgezahlt hat, da es noch später als wirklich sehr, sehr fertiger Entwurf in die Produktion gegangen ist. Die Entscheidung fiel am Ende für Daimler-Benz, und zwar 1971. Das bedeutet, wenn man die Panther-Konstruktion aus dem Zweiten Weltkrieg sieht, wo MAN mit einem komplexen Fahrwerk gegen Daimler-Benz mit einem einfachen Fahrwerk angetreten ist, damals hat MAN gewonnen, jetzt gewinnt Daimler-Benz mit dem einfacheren Fahrzeug. Das heißt, die Wünsche und die Ansprüche der wehrtechnischen Beschaffer haben sich deutlich geändert. Trotzdem bleibt der Lux ein unglaublich komplexes Fahrzeug, das sehr, sehr viele Eigenheiten hat. Und beide Prototypen haben das Lastenheft deutlich übererfüllt. Der Auftrag für die Produktion geht schließlich an die Firma Rheinstahl. Die Firma Rheinstahl, die damals zu Thyssen gehörte, bekommt den Auftrag, 408 Luxe zu produzieren für 324 Millionen D-Mark. Kriegt den Zuschlag, bewirbt sich darum, kriegt den Zuschlag und erhält den Zugang zu den Plänen des Fahrzeuges erst nach dem Zuschlag. Also das Projekt war so geheim, dass die Firma blind darauf geboten hat, dieses Fahrzeug zu bauen, von dem sie nicht wusste, wie es genau aussehen würde. Der Aufwand war riesig, 250 Hauptlieferanten haben tausende von Teilen geliefert. Rheinstahl selber hat über 2000 Werkzeuge gebaut, damit diese Fahrzeuge gut und schnell vom Band laufen können. Insgesamt ist aber aus industriehistorischer Sicht der Lux auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte, weil sowohl die Erprobung, auch wenn sie lange gedauert hat, sehr erfolgreich war, als auch später die Serienproduktion und der Einsatz in der Truppe. Auch ein Spähpanzer muss natürlich die drei Kriterien eines Panzers erfüllen, die Feuerkraft, die Panzerung und die Mobilität. Das sicherlich Unwichtigste bei einem Spähpanzer ist tatsächlich die Panzerung, weil der Spähpanzer, wenn er alles richtig macht, ja gar nicht in Gefechte verwickelt wird. Beim Lux ist es tatsächlich so, dass die Rückseite gegen Handfeuerwaffenbeschutz und gegen Splitter gepanzert ist. Das reicht absolut aus. Die Front ist noch gegen 20 mm Beschuss gepanzert. Hintergrund ist einfach, dass man sich schnell genug noch zurückziehen können soll, wenn man kurz beschossen wird. Das muss es aushalten, aber mehr dann auch nicht. Also ein Volltreffer aus einer Panzerkanone wird dieses Fahrzeug nicht überstehen, soll es auch gar nicht. Die eigene Feuerkraft ist durchaus passabel. In das Gerät eingebaut ist eine RH-202, das ist eine 20 mm Maschinenkanone von der Firma Rheinmetall. Dieselbe, die zum Beispiel auch aufs Wiesel montiert wurde, die im Marder war oder die bei der Luftwaffe für den Objektschutz gesorgt hat. Das ist die Feuerkraft, auch genau wie die Panzerung für die damalige Zeit absolut ausreichend. Der Clou an dem Lux ist natürlich seine Mobilität, seine Schnelligkeit, seine Wendigkeit. Das Fahrzeug wird von 4 Soldaten bedient, einem Kommandanten und einem Richtschützen, die sitzen im Turm, einem Fahrer und einem Rückwärtsfahrer. Der große Clou am Lux ist nämlich, dass er tatsächlich in beide Richtungen gleich schnell fahren kann. Das Fahrzeug wird bis zu 100 km/h schnell, angetrieben von einem Vierstoffmotor und kann den Fahrer wechseln, sobald es steht oder maximal 6 km/h fährt, von vorne zum Rückwärtsfahrer, der dann einfach in die andere Richtung mit derselben Geschwindigkeit fahren kann. Es ist also kein eingeschränkter Betrieb, es ist genau derselbe Betrieb. Wenn man das nicht möchte, kann man das Fahrzeug aber auch auf unglaublich engem Raum wenden. Das Fahrzeug ist sehr komplex konstruiert, alle 4 Achsen können gelenkt werden. Zumindest im ersten und im zweiten Gang bis 30 km/h. Das reduziert aber schon den Wendekreis enorm. Wenn nur 2 Achsen gelenkt werden, hat man einen Wendekreis von ungefähr 19 Meter. Das entspricht dem, was ein normaler Stadtverkehrsbus hat, also eine riesige Wendekreiszone. Wenn man alle 4 Achsen benutzt, hat man nur noch einen Wendekreis von ungefähr 11,5 Meter, was ein ganz normaler Pkw-Wendekreis ist. Sowas wird natürlich vor allen Dingen eingesetzt in Bergen, auf engen Gebirgspässen, im Wald und so weiter, auch in der Stadt, wo wenig Raum zum Wenden ist, aber die schnelle Rückwärtsfahrt eben auch nicht angesagt ist. Insgesamt ist mit dem Lux damit ein Fahrzeug gebaut worden, das erstmal alle Anforderungen erfüllt, aber der besondere Clou, das wirklich Einzigartige an diesem Fahrzeug, ist seine unglaubliche Stille. Es ist sehr, sehr leise. Das Fahrzeug wird kaum gehört, weil der Motor und die Auspuffanlage unglaublich isoliert und schallgedämpft sind. Das ganze Fahrzeug macht eigentlich, wenn es fährt, nur Laufgeräusche. Also man hört natürlich die Reifen auf dem Untergrund, aber mehr nicht. Was gerade bei Übungen tatsächlich zu einer Gefahr wurde, zu einem Risiko wurde, weil eben auch befreundete Soldaten das Fahrzeug einfach nicht hören. Trotzdem kann der gesamte Antriebsstrang, der Motor, das Getriebe und so weiter in einem Block entnommen werden durch Schnellkupplung, Schnellverschlüsse und dergleichen mehr in weniger als 40 Minuten und kann dann sogar auf einem Laufstand direkt neben dem Fahrzeug getestet und repariert werden. Insgesamt ein Paket, das eine Mobilität darstellt, die so nie wieder erreicht wurde. Eine Sache, die wir uns aus dem letzten Kapitel noch aufgehoben haben für diese Kameraeinstellung, sind diese kleinen Propeller links und rechts hinten am Heck des Lux.
Der Luchs ist mit einer sehr geringen Vorbereitungszeit schwimmfähig gewesen, konnte also nach wenigen Handgriffen direkt in Gewässer einfahren und tatsächlich wie ein kleines Boot diese Gewässer überwinden. Ob stehend oder fließend, ist dabei ganz egal. Diese Fähigkeit ist ihm zwar später verloren gegangen, durch diverse Aufrüstungen ist das technisch nicht mehr möglich gewesen, aber dennoch, zusammen mit den anderen Aspekten, die wir gerade beschrieben haben, war der Luchs endlich in der Lage, eine Aufklärung zu führen, die tagelang autonom gemacht werden konnte. Die Besatzung konnte mit dem Fahrzeug weit in Feindesland hineinfahren, bis zu 800 Kilometer tief, konnte sich versorgen selbstständig, war vor ABC geschützt, war vor Handwaffen geschützt, war leise unterwegs. Damit konnten wirklich autonome Aufklärungsfahrten unternommen werden. Das Fahrzeug war auf dem Balkan im Einsatz, hat sich dort sehr bewährt, gerade in Gebirgsregionen, wo man nicht wusste, ob das wirklich so funktionieren würde, wie es sollte, hat der Luchs alles erfüllt, was er sollte. Trotzdem ist er dann nach und nach in die Kritik gekommen, weil die Kosten für das System immer weiter gestiegen sind, was ein ganz normaler Vorgang ist. Je älter ein Panzersystem wird, desto höher werden die Kosten. Das hat was mit der Ersatzteilversorgung und dergleichen zu tun. Gleichzeitig kamen natürlich neue Systeme auf den Markt und der Fennec hat den Luchs dann später beerbt. Das heißt, der Luchs ist heute ausgesondert und am 17. November 2008 wurde der letzte scharfe Schuss mit einem Luchs feierlich abgegeben auf der Schießbahn 18 auf dem Truppenübungsplatz Munster Süd hier in der Region. Und das hier ist tatsächlich die Wand, auf die geschossen wurde, um den letzten Schuss so ein bisschen zu zelebrieren. Die Platte gestrichen im Gelb der Aufklärer, die dieses Fahrzeug benutzt haben, der Schuss dort deutlich zu sehen. Die Verwendung des Luchses nach der Bundeswehr fand nicht mehr statt. Einige Luchse wurden Sockelpanzer, das bedeutet, sie stehen heute noch in Kasernen als Ausstellungsstücke draußen und erinnern an die Tradition der Aufklärer auf ihren Luchsen. Andere Stücke sind in die Museen gegangen, wie dieser Luchs hier beispielsweise. Aber sie wurden nicht in großer Zahl verkauft, weil dieses Fahrzeug ein sehr spezifisches Konzept war, das nur für eine große Armee, wie es die Bundeswehr im Kalten Krieg war, wirklich Sinn ergeben hat. Also Käufer heutzutage waren dafür nicht mehr zu finden. Und das bedeutet, dass die Luchse dann allesamt, die übrig geblieben sind, allesamt verschrottet wurden. Sie wurden bei einer Firma namens BTD, Battletank Disarmament, in Ostdeutschland zerschnitten tatsächlich. Drei Arbeiter brauchen 2 Tage, um so ein Fahrzeug in Altmetall zu verwandeln, alles rauszuholen, was wiederverwertet werden kann und den Luchs dann tatsächlich zu demilitarisieren und zu entsorgen. Wobei sich herausgestellt hat, dass das Fahrzeug so hervorragend verarbeitet war, dass es tatsächlich länger dauert, einen Luchs zu entsorgen als einen Kampfpanzer.